Einer meiner ehemaligen Schüler ist auch erschossen worden. Und ich engagiere mich seit meiner Kindheit gegen Rassismus, weil ich immer wieder erlebt habe, wie schlimm das ist. Und es muss einfach endlich geändert werden. Dieses rassistische Verhalten, was immer wieder dann auch Tote verursacht, muss endlich angegangen werden. Wir müssen uns gegen diese Art wehren, dass immer wieder die Ausländer, die Fremden, die Migranten zu den Sündenböcken gemacht werden. Jeder Krieg, der Zivilisten trifft, fördert Terrorismus. Jeder Einzelne ist von uns gefragt, um Veränderungen in der Gesellschaft zu provozieren, sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Ich schäme mich, dass es sowas bei uns gibt und ich finde es echt total schlimm. Und bin froh, dass so viele Leute hier sind. Am allermeisten kritisiere und verachte ich die Politiker der AfD, allen voran Björn Höcke. Er geht gar nicht. Das ist eine Gefahr für Deutschland aus meiner Sicht.